Hallo, also willkommen zur 39. Folge von MacGams Tycoon 2 zusammen mit Apfel. Hallo. So, wir sind im Jahr 2005 angekommen. Und wir machen gerade Kartenzellen leicht gemacht, remastered. Hey, cool, ich habe ein Achievement gekriegt. Sieht man in der Aufnahme gar nicht. Cool, ich habe noch zwei Achievements gekriegt. Die Achievements sind neu im Game, falls ich es noch nicht gemerkt habe. Just saying. Just say. So, wir müssen erstmal ein bisschen Marketing machen, damit sich auch Kartenzellen leicht gemacht gut verkauft. Ich hätte heute fast einen Unfall gebaut. Das hört sich gut an. Again. Again. Ich fahre so die Straße zu meiner Schule entlang im Industriegebiet. Da kommst du so schräg von hinten so eine Seitenstraße rein. Da schießt da so ein Opi, einer mit seinem alten VW da raus, Digga. Kein vor Meter vor mir schneidet er mich. Einer mit 30, vorne mit 50, Digga. Legende. Vergesst immer zu hupen, das fuckt mich immer selber ab. Ja, mein Gott, da denkst du halt auch nicht dran. Ja, echt so. Der Typ vom Bahnhof hat lieber gehupt, als wegzufahren. Der hat sich auch schon aufgegeben. Ja, der wollte das. Oder nicht, Roboter? Wir brauchen mehr zu Ofenmann und Höhlenmann versus der Fels. Oh nein, brauchen wir doch nicht. Abbruch, Abbruch, Abbruch! Ich hab mich vertan. Wir brauchen doch mehr zu Arbeiter. Wie kann ich mich denn so vertun? Mehr Arbeiter. Guck, wir machen mit Arbeiter schon Gewinn. Und was ist mit East City los? Wir haben nicht mal 100.000 Stück verkauft. Mein Gott. East City sackt so hart. Haben wir irgendwas Besseres? Oh, King of Europe. Das ist ein A-Titel. Der kostet auch nicht so viel. Retail plus digital. Das hört sich gut an. Das wird unser Steckenpferd. Oh Mann, ich Was? sag's dir, Alter. Umsatzbeteiligung. Was heißt denn jetzt eigentlich Umsatzbeteiligung? Genau. Du kannst den Entwickler nur einmal pro Woche ein Angebot zukommen lassen. Oh mein Gott, Ziegen sind nicht im Hype. Ja. Wir müssen auch mal wieder einen neuen Teil von Ziegen im Wiegen machen. Geht's Echt da so. jetzt darum, dass die den Umsatz bekommen? Weil dann würde ich einfach so sagen, ja, haben die angenommen, habe ich gehört. Prost. Cheers. Ja, passt so. Bitte gebt Also. mir 2 Wochen. Ich muss das Spiel erst produzieren. Hey, cool, ich habe 2 Achievements gekriegt. Drei. Sorry. Wir hatten heute eine Strahlenschutzeinweisung, die wo wir jedes Jahr an dem Beruf machen müssen. Haben uns gesagt An der so, Strahlung ändert sich ja auch jährlich was. yo, die, ich sag jetzt einfach mal, nicht aus Deutschland, ihn mit dem Münchner Akzent verstehen, weil wenn nicht, ist es nicht gültig. What? Geil. Ja. Ja, nice. Er will statt mündliche Noten, will der jede Woche einen Test schreiben mit Wir, drei Fragen. das wäre mir so viel lieber als mündliche Noten, muss ich ganz ehrlich sagen. Er vor allem mit bloß drei Noten, drei Fragen. Da könnte meinetwegen auch jede Woche einen Test mit 10 Fragen schreiben, wäre mir trotzdem lieber wie eine mündliche Note. Er holt uns auch nur nach vorne oder so, Da wenn wir reicht's mir schon wieder. freiwillig wollen. Ach so, ja, nee, das ist gut. Mann, unser Deutschlehrer ist halt dann immer so, ja, willst du mal deins vorlesen? Und ich schwöre, sobald ich das erste Mal da dran bin und der fragt mich so, willst du dich deins vorlesen? Sage ich einfach nein, will ich nicht. Das Beste ist der andere, der schiebt, der macht immer alles so auf mich und dann hat er heute so eine Frage gestellt. Und der hat so, der neben mir hat so ganz leise geantwortet, er sagt, was hast du gesagt? Und er hat halt auf mich, ja, geredet. Ich gebe mir so ein Tassans doch einfach. Was ist denn hier?
Auch am Anfang war kurz, ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt auch keine sehr dummen Fragen. Ja, wartet, es gibt dumme Fragen. Es gibt auch sehr dumme Fragen. Und es sind die Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das ist halt geil. Ich hab totale Angst vor Kindern. Letztens war meine Familie da, dein Freund und so, mit der ganzen Familie, die hatten zwei Kinder. Ich war am Zittern. Ein Kind eine Frage stellt, da kann alles kommen. Die müssen Dinger. Junge. Er hat aber nicht Unrecht. Ja. Es kam eine Frage, die er nicht beantworten konnte. Ist nicht mal Test gescheitert. So, wir müssen weiterhin Marketing für Kartenzellen leicht gemacht Remastered machen. Das Game muss sich verkaufen. Nachdem der erste Teil so lange her ist. Ameis. Ich will mal sagen, da King of Europe. Das Spiel gefällt mir jetzt schon besser als East City. Future Mega Cop. Der ist ganz sicher nicht schwarz. Wir haben heute die Physik zerstört. Das war mir mit Passiert. unser Lehrer ist ein Physiker. Studiert, dann haben wir so darüber geredet, was eigentlich nicht sein kann, dass zu allen Elektronen und Atomen und was nicht alles ein genaues Gegenstück, ein Anti-Ding damals entstanden ist und irgendwo in diesem Universum eine Anti-Erde existiert. Wir haben über jeden Bullshit geredet, Ja, jede kleinste Sache die hinterfragt, Alter. existiert nur in der Parallelwelt hinterm Spiegel. Avatar, wir brauchen mehr Avatar. Yeah. So, das Spiel müsste eigentlich fertig sein. Die Kollegen sind alle durch. Ja. Kann natürlich jetzt noch warten, bis wir ein paar mehr Punkte kriegen. Gott, eine 60 bis 80. Jawohl. Oh. Ja, komm raus mit dir. Da brauchen wir jetzt nicht mehr warten. Hey, wir haben schon wieder zwei Achievements gekriegt. Cool. Nice. Komm, 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 komm! Los! Oh Gott. Das wird keine 80. Ja, schade. Das ist eins der schlechtesten Spiele. Ja, kann man vielleicht so sagen. Ich würde es aber eher so nennen, es ist eine Möglichkeit für uns zu verbessern. So wie es jeder Rückschlag ist. Jeder Rückschlag ist auch ein Schritt nach vorne. Solange du rückwärts gehst. Brainfuck. Damn. Damn, son. Where do you find this? Gott, hast du es schon gewusst? Was habe ich schon gewusst? Nicht jeder, der fesselt, ist ein Sadist, aber viele Sadisten fesseln. Hast du auch gewusst, dass jeder Daumen ein Ja, Finger das ist, habe aber ich dir jeder Finger ein gesagt. Daumen? Das habe ich dir Das haben gesagt. wir, glaube ich, am selben Tag mein Bruder auch Und gesagt. du warst fasziniert über meine Kompetenz. Ich finde auch gut, dass nicht jeder Gamer Amokläufer ist, aber viele Amokläufer Gamer. Die finde ich eigentlich schon fast am besten. Stimmt auch. Scheiß Politik. So, die verbessern gerade unsere Engine. Dann könnt ihr mal aufhören, Scheiße zu machen. Gebt mir meine 500.000 zurück. Ihr macht jetzt nämlich eine Marktforschung. Ich will wissen, was der nächste große Trend wird. Den Oh. Bericht will ich am Ende der Woche auf meinem Schreibtisch haben.
Ja, haben sie nicht geschafft. Haben sie nicht geschafft. Die haben den auch nicht mal auf meinen Schreibtisch gelegt. Gut, ich habe nicht meinen Schreibtisch, aber. First-Person-Shooter und Ninjas! Das hört sich doch nur gut Oh. an! Ich weiß nicht, wo ich den Tisch her habe. Lass ihn. Stell ihn zurück. Okay. Wir haben noch keinen Shooter gemacht bis jetzt. Weil was? First Person? First Person war es, oder? Nicht Third Person. First Person. Third Person. Doch, wir haben Third Person. Egal. Wir haben noch nie einen First Person Shooter gemacht. Jetzt geht's richtig los. Triple A. Nicht Archäologie. Archäologie. Du bist weg! Ninja. Nin, Ninjas? Und wollen wir noch ein Thema? Gott. Ninjas und. Gibt doch sicher sowas wie Auftragskiller, oder? Ja, da ist es. Und jetzt, Nice. Boah. Shooter Shooter Ninjas. Ninja. Shooter Ninja. Der Titel muss schon fließend von der Zunge gehen. So, ich freue mich schon drauf, sobald, wenn wir die sechste Technologiestufe erreicht haben. Und dann, wieder keine Konsole mehr benutzen können, weil die Die alle scheiße sind. Zukunft. Ja. Die Future. First Person Shooter. Er sagt ja nicht mal The Future, er sagt einfach nur Future. Future. Oh Mann. Die Zielgruppe sind die Teenager. Haben wir schon mal ein Erotikspiel gemacht? Ich meine, wir hatten schon mal die Idee dahinter. Boah, ich weiß es gar nicht. Wir hatten Hatten wir so nicht Ideen. ein Erotik-Dating-Game oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ach, sieh, da wäre was. Du hattest da was im Hinterkopf. Ja. Sicher, dass du das nicht in deiner Steam-Bibliothek gesehen hast. Schnauze. Ich glaube, ich bin gerade spontan in der Zeile verrutscht. Nice. 4174 4 4 10 und 6. Okay. So, 3 9 und 7. Ich finde schon, dass Gameplay hier sehr weit unten ist. 10, Ja. 50, 20, 20. Do it. Alla. Ich drücke jetzt nur einmal. Danke. Hat nur ewig gedauert. So, und was kann Nice. man sich kaufen? Man kann sich Booster Packs, mächtige Items. Ja, so, das passt. Das mögen die Leute, habe ich gehört. Die mögen so Spiele, wo du ewig viel Geld rausballern kannst. Das ist gerade voll im Hype. 2005. Ja, nicht mehr bald. Dann sind wir in der Gegenwart. Gegenwart. Zu krass, um darüber nachzudenken. So.
Können wir noch ganz kurz den Arbeitsmarkt plündern? Haben wir eigentlich noch Platz für einen Spieletester? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Haben wir auf jeden Fall noch Der kann Platz sich in für. jede Ecke sitzen. Nein. Zederlang. Aber wer den Mann hätte, den perfekten Namen. Haben wir keine Programmierer oder so? Doch, da sind die. Da ist doch ein guter 66,6. Josef Kempes. Das hört sich doch schon nach einem Meister an. Ja gut, ich würde aber sagen, dann war's das mit der Folge. Okay, wir machen noch Schon den. wieder? Ja. Wir machen hier noch die Convention. Gott, wir haben so viele Spiele auf unserem Markt. Shooter Ninja. Okay. Und, Kartenzellen leicht gemacht. Remastered. Yeah. Yeah. So, wie viele Fans kriegen wir dazu? Schaffen wir die 800.000? Das sind noch viel mehr jetzt. Leider nicht. 111 von der perfekten Zahl entfernt. Aber Schade. gut, dann lasst ein Like und ein Abo, damit es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Und tschüss. Tschüss.